Und willkommen zu einem neuen Video. Ja, nach langer Zeit gibt es auch mal wieder ein Holzvideo von meinen zwei Holzpferden oder jetzt von Sokora. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit bei meinem Reiten. Aber, also bei ihr. Ich hatte gestern Reiten. Geil, oh. Ja. Also morgen. Gestern war Montag. Und ja, wir werden uns mal das Pfeife von Finja holen. Sokora holen und. Ja. Muss mir halt 1003 Jahre Namen merken. Also das war ich nicht. Das war der Heilige Geist. Und ich wollte mich nochmal vielen Dank bedanken für die oh Gott, Leute. Für die okay, Gott. Namen. Für die 134 Abonnenten. Wir nehmen da mal wieder das. Obwohl kein Winter ist, nehme ich das halt schon, aber ich finde es geil. Und kein Sommer ist, ich lege es jetzt wieder hier drüber. Geil. Ich mache jetzt mal die Decke ab. So haben wir, wie gesagt, Decken drauf. Die werde ich jetzt einfach Honker schmeißen und das mal putzen. Und ich werde euch dann jetzt irgendwo hinstellen. Und dann nehme ich euch jetzt mit dem Putzen, aber ein bisschen schneller. Yes. Ihr kennt ja meine, also meine Routine bei den zwei. Aber ja, ich wollte euch einfach mal mitnehmen und ich werde euch das irgendwo hinstellen. We could be the stars out here.
Leute, ich bin jetzt fertig. Ja, ich habe jetzt diese wunderen Schubrakette. Auf jeden Fall Winterkollektion. Und das ist mega geil. Und schön, wenn der Fokus gerade so scheiße ist. Keine Ahnung. Ich habe es aufgetrennt, jetzt hier die Bandagen dran gemacht. Und werde jetzt in die Reithalle gehen. Und ich habe keine Dressurreitstunde oder so. Ich werde einfach mit ihr ein bisschen arbeiten wieder. Weil sie in letzter Zeit sehr viel in Galabuckel. Das kann ich euch nicht so mitnehmen. Aber ich versuche euch dann wieder mitzunehmen. Ein bisschen im Galopp. Ich kann es euch nicht versprechen, dass ich euch ganz mitnehmen kann. Weil, ja, sie muss ein bisschen ja auch mit mir üben. Deshalb nehme ich wahrscheinlich auch die Gerte, die da liegt. Die muss ich mir gleich noch holen. Und ich werde erstmal in die Reithalle gehen. Ja. So, dann lass mal die Zügel drüber. Ja, bei dem Fetten, also heute geht es einfach halbes Kohle. Ja, sie ist ja nicht so groß wie das, was ich reite. Tja, ungefähr fast, also nicht paar Zentimeter, so ein paar Millimeter, Zentimeter, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar Meter größer. Das ist jetzt ein bisschen nerven. Aber ich komme hier trotzdem nicht drauf. Auch wenn es zu schmeckselt, ich werde das mal noch kurz nachgurten. Und die Aufsagshilfe nehmen, um hier drauf zu kommen. Wir sind dann hier oben. So, ich bin jetzt auf ihr. Es sind ein paar Leute in der Reithalle. Also kann ich euch jetzt nicht so mitfilmen, weil ein paar Leute in der Reithalle sind. Weil bei dem Wetter will niemand irgendwie rauf auf den Platz, außer ich könnte. Aber es sind bei beiden so ein bisschen. Sonst möchte ich so. Und ich habe überhaupt keinen Bock. Deshalb muss ich halt das Reithalle, deshalb kann ich auch nicht so viel mitnehmen heute. Ich versuche euch mal ein bisschen mitzunehmen. Und ja. Ich kriege jetzt halt einfach ein bisschen in die Maschinen zu suchen, so zu finden. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich. Ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? So wie Rio, mein König für die Ziegel aufnehmen und jetzt kurz mal nachgurten. Und ja. So Leute, ich habe jetzt nachgegurtet und werde die Ziegel aufnehmen mit der Gerte. Ja. Ich mache das eigentlich gut und Leute, Entschuldigung. Und wir werden jetzt mal in der nächsten Runde antraben. Ich bin hier.
Try to forget but remember, wasting time in Berlin. I will forget to remember. Bugatti, Ferrari, Gucci to Armani, Lamborghinis and our mansion at the beach. Flying a Learjet, belonging to the jet set. All the shit meant nothing to us. We had the fire in Berlin. Felt like forever in Berlin. Out of luck at the slot, but we got high on each other. Couldn't pay for your shot, but we were friends, we were lovers. You were looking so pretty, the lights of the city reflecting in your eyes. No money, no nothing was down to our loving, yeah. We had the fire in Berlin. Bugatti, Ferrari, Gucci to Armani, Lamborghinis and our mansion at the beach. Flying a Learjet. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter reiten und nochmal galoppieren und traben und weiter alles. Machen das eine halbe Stunde ungefähr, bis 4:30. Und ja, ich habe euch jetzt zur Hälfte mitgenommen. Also Trab und Galopp. Hat einen Schritt, man sieht jetzt gerade. Und ja. Und sie hat halt auch im Galopp gebuckelt, was ihr wahrscheinlich nicht so bemerkt habt. Bestimmt, weil. Ja, jetzt sieht nicht das hier drauf. Ja, ich konnte schon ein bisschen wissen. Ja, geil. Ja, keine Ahnung. Und ich werde jetzt weiter reiten und ich höre mich dann nochmal am Ende nochmal mit, wenn ich mit ihr Schritt gehe. So, Leute, ich musste mal kurz Licht anmachen, weil es wieder so ist, dass es irgendwie im Zimmer ist. Ja, ich bin jetzt eine halbe Stunde galoppiert, getrabt und sie hat zweimal gebuckelt, weil irgendein Pferd halt mal wieder, dass sie halt wieder nachreiten musste und ich mal wieder ein Stück gefahrt hat. Ja, egal. Und ja, jetzt werde ich jetzt mit euch noch ein bisschen traben und Schritt reiten. Keine Ahnung. Und ja, ich werde was sagen. Tschüss, ciao. Schritt. Und ich lasse mal mit der Tür locker, oder rein, halt, dass ich sich noch bewegen kann. Und ich mache halt immer den Bauch, ja, danke. Ja, ich lege es mal hier drauf. Ich laufe mir jetzt nicht weg, wenn ich das noch mache. Ey, das ist so geil. Okay. Fertig. Das ist jetzt nicht. Schon einmal bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Ziemlich gut, wie wir das so gemeistert haben. Wie wir die großen Tage unter kleinen Dingen begraben. Der Moment, der die Wirklichkeit maskiert. Es tut nur gut zu wissen, dass das wirklich funktioniert. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7
viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal, bin zu tief gefallen. Lieber Wolke, viel mit dir als unten wieder ganz allein. Hab nicht gesehen, was da vielleicht noch kommt, was am Ende dann mein Leben und mein kleines Herz erwummt. Denn der Moment ist das, was ist und zeigt, dass die Tage ziemlich dunkel sind, doch dein Lächeln bleibt. Doch dein Lächeln bleibt. So Leute, ich werde mich jetzt das davon aufstellen und ja, ich stelle mich eigentlich immer eigentlich in der Mitte auf, aber weil ich halt immer die Hufe auskratzen muss und das mache ich mit der Arbeit und mache es lieber hier und ich weiß meine Hufe auskratzen, dann liegt mich da irgendwo da hinten, keine Ahnung. Ja. Und erstmal runter. Entschuldigung, das ist nichts. Oh Gott. Okay, sie ist jetzt fertig nach 3000 Jahren. Ich werde die Zigarette wieder mal mit schlucken können oder müssen. Ja, ich stelle wieder auf der anderen Seite. Machst du wieder hoch? Irgendwie kommst du mir vor, als wäre es Weihnachten in der Spracke. Keine Ahnung, das ist immer im Monat schon wieder. Jetzt gibt es so Schnurren. Boah, ey, wie macht sie das so? Das nervt. So, Stiegung, das ist so gerade schlechte Filme. Sind komisch abends das Licht anzumachen. Aber. Egal, okay. Ich würde mal die Garde erstmal hier in die Ecke tun wieder. Hallo. Und das mal den Hocker weg tun. So, ich habe den Huf aus Kratzen. Sie bleibt eigentlich ganz normal hier stehen. Weil ich weiß, sie weiß ganz genau, welches die Huf auskratzen will. Und ich habe meinen Hufkratzer erst von hinten geholt. Und ich würde die Huf auskratzen. Andere sind jetzt noch länger in der Halle. Aber ich bin jetzt 45 Minuten mit dir jetzt geritten. Und ja, komm. So. So, da ist jetzt die Hufe aus Katzen, wenn ich jetzt noch hier die Hufe aus Katzen habe. Ja. So, die Hufe habe ich jetzt von hier ausgekratzt. Und ja, jetzt werde ich nicht, was wir hier rein tun. Und so, kann man in den Stall gehen. Und sie freut sich sowas von aufs Essen wieder. Und sieht man nach in ihren Ohren, dass sie freut aufs Essen. Das ist magisch. Und wir werden in den Stall gehen. So Leute, ich werde euch jetzt wieder aufstellen. Und ja. Erstmal natürlich wieder die Zügel drauf. Ich kann sie in der Box stehen lassen erstmal kurz. Und du erstmal die Garde wieder hier hin. In meine Sattelkammer, die ist ja voll ist. Ja, da werde ich mir ein bisschen Saft holen. Hab ich zur Seite getan oder jemand hat es zur Seite getan. Keine Ahnung, wer hier voll vorbei gelatscht ist. Weil ich das halt vor der Boxing getan habe, aber egal. Und ich werde mich wieder aufstellen irgendwo. So Leute, ich habe euch wieder aufgestellt. Ich kühl mein Kopf am Fensterglas, durch den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feiern zu hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag. Wollen kein Stress, kein Druck, nehmen zu, noch einen Schluck vom Gin Tonic. Guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns die lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Jung und ignorant, stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, sind Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen mehr sein als nur ein Moment hier.
Komm nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Nicht schlafen, musst du auch ein Auge zu. Lass uns gemeinsam warten. Ich will mich genau wie du. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht. Yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht. Yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht. Wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Sie wartet jetzt schon auf ihr Futter. Sie werden jetzt erstmal vorbereiten. Zuallererst holt meine Schüssel. Muss ich aber jetzt holen. Die Schüssel. Dann hole ich einmal klassisch Müsli rauf. So, das hier. Das Müsli. Einmal. Also die Holzhütte. Und einmal Kolbs. Und ja. Also muss ich die Box wegbringen hier. Ich mal hier hin. Und zuallererst ich mal das Classic Müsli rein. Und Leute, bevor Leute jetzt halten, ich spiele das halt einfach nur so. Und lasst mich einfach spielen. Und ja, das wollte ich nur mal kurz sagen, bevor jetzt meine sagen, das ist kein richtiges Pferd. Und warum? Und Leute, das ist meine Sache. Und ihr müsst es auch verstehen. Und ja. Das wollte ich einfach nur sagen. Niemand spricht sich da irgendwie an oder soll ich oder will ich. Und ich würde einfach sagen, weiter mit dem Video. So, dann tun wir mal das Classic Müsli rein. Hier ist aber Classic Müsli und dann nehme ich immer zwei Becher vor. Also halbe. Weil sie kriegen halt noch Heu, deshalb. Dann tue ich das wieder rein. Okay, ich bin ein bisschen verloren, aber egal. Und dann Kolbs, so eine halbe. Das ist gerade alles mit der. Einfach so ein mal in die Ecke rein. Und dann, weil wenn sie jemanden am Reiten kriegen, sie immer Leckerlis, also diese Apfel-Leckerlis. Das ist auch heute, ja. Ja. Ich habe hier noch Leckerlis drin und drüben. Aber die reicht nicht falsch. Oder reicht nicht? Ich mache es kurz mal auf. So, es ist auch. Also das Apfel-Leckerlis. Von Landmühle. So das hier und das hier. Auch hole ich immer so ein Leckerli raus. Und ja, das gebe ich jetzt ihr. Jetzt gibt's Fressen. Und ich lasse jetzt mal fressen. Und. Oh Gott, ich muss ein bisschen weiter weg.
So, okay, du kannst fressen. Und ich tue in der Zeit das hier weg und wasche das Gebiss aus und tue es mit den Zusachen wieder da rein. So, das mache ich jetzt mit euch mal. Das ist auch von Lester, wie da vorne steht. Hashtag keine Werbung. Für alle Produkte, die ich hier zeige. Dazu haben wir. Und dann noch die Wendelkarte. Das sind Grisselbandaschen, das weiß ich. Ja, Ponygröße. Also ich weiß nur, beim Holzfaden nehme ich immer zukünftig Warmblutgröße rein. Warmblutpasten. Weil die passen nicht so gut. Die tue ich dann wieder zu meiner Bandagensammlung da hinten, weil alles sind von hier Warmblutgröße. Halt, weil ich finde, Warmblutpest besser passt zu denen. Das sind halt hier beide Sprungbandagen. Und muss ich halt, wie gesagt, beide und Rüstung halt wieder, wie die zu packen. Und jetzt muss ich eine Grenze abhängen und die frisst hier, wie, weiß ich nicht. Also jetzt sind sie jetzt 3 Tage kein Fressen gekriegt. Und ja, das werde ich jetzt mit euch nicht auswaschen, weil ich muss das ohne Wasser hängen. So, die Grenze ist ausgewaschen. Die hänge ich jetzt wieder dahin. Ich mache das nicht so funktionell wie im Reitverein, weil da müssen wir. Vielleicht kennen es manche Leute. Einmal, okay, das hier da drum, also zweimal hier so rum um die Zügel. Dann immer den Nasenriemen dann hier zu machen, dann das hier zu machen. Und Leute, das sind nur Holzhände, deshalb mache ich das nicht. Weil, ja, und ich warte jetzt erstmal, bis die fertig gefressen hat. Die braucht ein paar Jahre. So, die kleine Maus hat es fertig gegessen, hat nur ein paar Sekunden gebraucht, bis sie hier nicht im Futter fertig gegessen hat. Deutsch mit Baden. Okay, Leute, sprechen seit gestern ist irgendwie bei mir nicht. Ich wollte gestern so, zu meiner Rettung so halt sagen, meine Rettung, die war, keine Ahnung, wo. Und eine Vertreterin hat mich halt unterrichtet. Ich so gesagt, so, mir sind diese Steinbügel ein bisschen zu klein. Und dann hat sie gesagt, ja, das könnten wir doch auch davor machen. Ich so, ja, ist mir aber erst am Trab eingefallen. Und dann habe ich Sprachfehler gekriegt. Keine Ahnung, was ich hatte. Und ja, ich werde das erstmal die Schüssel bekommen. Sie denkt immer wieder, wenn ich das Fressen wegpacke oder die Dosen wegpacke, dass es nur Fressen für sie gibt. Das ist sowas von Gacker. Und ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und klickt auf Abonnieren, wenn ihr noch weitere Videos von mir haben wollt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, Lieben. Ciao!